So, bin jetzt gerade am Überlegen, wie lange ich hier helfen soll. Also bis wie weit ich das Ganze treiben soll mit dem Helfen. Ich habe jetzt 27.000 Seelen. Die fünf, die sehe ich jetzt, die zähle ich jetzt mal nicht mit. 27.000. Mal gucken, mit wie vielen Seelen ich gleich nach dem Bosskampf rauskomme. Ich habe jetzt, weiß jetzt nämlich nicht mehr genau, wie viel ich vorhin hatte und wie viel ich halt bekommen habe. Dementsprechend. Unsere Waffe seht ihr übrigens unten links, das Schwert, also auf der rechten Seite vom Kreuz. Der rote Balken wird immer kleiner. Unsere Waffe nutzt sich langsam ab, weil wir halt schon länger am Leuchtfeuer nicht mehr waren. Ich kann jetzt einfach mal hier das Reparaturpulver benutzen und da ist sie wieder komplett repariert. Das müsst ihr auch so machen, wenn eure Waffe, der rote Balken weg ist und eure Waffe ist quasi zerbrochen, hilft's nicht mehr. Ich glaube, das wird mit dem. Ah, doch. Dachte gerade schon. Das will nicht. So, jetzt können wir hier endlich mal beweisen, dass wir ein Sandbro sind, weil der Boss hier auch ganz leicht ist. Gott, was hast du denn für einen Namen? Deckard. Da ist jemand ganz schön hübbel. Ach, geil, der hat die. Der hat die Dornenrüstung. Das heißt, wenn er sich jetzt in eine Horde von Mob-Gegnern rollt, dann macht er diesen Gegnern Schaden. Das ist frech. Die Musik hier ist auch, hat eigentlich auch was ganz Nices an sich. Die hier gehen auf den Sack. Ah, jetzt ist der Papst da. Oh. So. Das war sehr einfach. Mal wieder. Der Boss ist allgemein sehr einfach. Ah, 27.500 hatte ich, ne? Also 27.000. Wow, 3.000. 575. Ich würde sagen, ich helfe noch dreimal, dann habe ich 20 Glut. Das sollte ganz gut ausreichen. Dann habe ich hier von 9. Guck mal, ich werde immer weiter nach hinten geschoben, weil er immer so einen leichten Schritt nach hinten macht. Aber ja. Naja. Der Boss ist jetzt nicht so unbedingt der Rede wert. Wären jetzt quasi auf jeden Fall zwei Level-Ups drin. Vielleicht sogar drei, wenn ich noch ein paar Seelen ploppe. Na, guck mal, das ging fix. Der Weg zum Boss ziemlich asozial und schwer. Aber der Boss an sich recht einfach. Der Kollege hat keine Animation. Das ist ein Scheißbug. Wildwood.
Ja, das hat dann wohl so keinen Sinn, ne? Irgendwas ist kaputt. Ja, keine schlechte Idee, ehrlich gesagt. Da kann man nichts machen. Ah, dieser Animationsbug ist aber auch die Hölle, ehrlich gesagt. Wenn das im PvP passiert, hast du quasi keine Chance mehr. Wenn jemand euch invadet und er hat keine Animation, sondern er rutscht so über den Boden wie der Typ jetzt gerade, dann könnt ihr es sein lassen, dann könnt ihr quasi schon aufgeben, weil ihr seht dann halt auch einfach nicht, wenn er angreift. Er steht quasi in der ganz normalen Pose da mit seiner Waffe und mit seinem Schild und er macht euch einfach Schaden, weil ihr keine Animation habt. Ihr seht nicht, wann er schlägt, wann er blockt oder sonst irgendwas. Ihr müsst einfach auf gut Glück draufhauen und rumrollen und was weiß ich, weil ihr seht nichts. Am besten ist es bei sowas einfach, keine Ahnung, einfach hinnehmen, dass ihr jetzt gekillt werdet oder was weiß ich, wenn ihr solche Leute seid, einfach ausloggen, ins Hauptmenü gehen. Das hat so dann keinen Sinn, da einen Kampf zu probieren. Am besten startet dann Dark Souls 3 neu, wenn ihr diesen Bug habt. Ob jetzt mit Freunden oder wenn das im PvP bei Leuten passiert, einfach direkt Hauptmenü, Spiel beenden, neu starten und dann sollte der Bug behoben sein. Zumindest war es bei mir so. Weil ich hatte hier und da den Bug mal mit Malkav gehabt. Und der Neustart hat alles behoben. Ich würde sagen, jetzt einmal helfen wir noch und dann geht's aber auch nochmal weiter. Oder was sagt die Zeit? Ja. Ansonsten probieren wir noch. Mal gucken, wie lange es dauert. Ich probiere jetzt noch 5 Minuten. Also, was heißt 5 Minuten? Gucke, dass ich. Ich nehme jetzt schon knapp ja, 2,5 Stunden fast auf. Bei 2,5 Stunden. So. Ich wollte jetzt nämlich gerade sagen, nee, ich gehe jetzt weiter. Dem hier helfe ich noch und dann ist erstmal gut mithelfen. Das kann man dann bei anderen Bossen später noch machen. Safirov. Schön verbeugen. Jawohl. Ach, da wollte ihn gerade jemand invaden. Oder hat ihn invaded? Und weil er jetzt halt in den Bosskampf gegangen ist die Invasion halt abgebrochen worden. Diese Flammenwerfer-Typen, die sind schlimm. Aua. Sehr schön. Hier macht es sogar richtig Spaß zu helfen, weil es halt auch einfach erfolgreich ist. Weil man da nicht verkackt. Stichwort Wächter des Abgrunds. Da habe ich ja gerne mal verloren. So, jetzt können wir aber hier mal weitergehen.
Wobei, einmal helfen kann man noch. Dann habt ihr jetzt halt zwei Parts gehabt, wo ich nur geholfen habe. Aber ey, das ist Dark Souls. Man muss auch mal dem Covenant, dem man angehört, seine Dienste erweisen, ja? 7 Stück hiervon. Menschlichkeit, Glut. Sorry. Jetzt schon fast 20. Ja. Bisschen randalieren hier. Ich finde diesen Move so geil. Weil wir doch einfach dann dieses Schwert. Das war ja schon fast ein Screenshot wert. Das ist ja mal ein geiler Zauber. Vor allem die Mechanik hier bei dem Boss ist halt auch sehr einfach. Also wenn man den ja nicht versteht, dann weiß ich auch nicht. Alter, Leute! Ey, ich werde hier gerade nur rumgeschubst. Es ist aber interessant, dass man den Boss überhaupt backstabben kann. Boah, ich hab's, Alter, gar nicht auf meine Gesundheit geachtet. Ja. Passt fast perfekt. Von der Zeit. Fast 2 Stunden 30. Gut. Dann habe ich jetzt ein paar Stück. Wait, what? Weiße Krone des Erzdiakons. Da liegt der Tod, der Papst. Ich will nur merken, dass es nicht meine Schuld war, falls der Vatikan jetzt irgendwelche Schritte gegen mich einleiten will. Ich bin nur ein Opfer des Spiels. Sinnlos voraus. Was? Wait, what? Seele der Diakone des Abgrunds. Das ist nur die Frage. Wie geht's hier drin weiter? Weiß aber scheinbar selber niemand. Hurra, für geschafft. Ah, nicht hier. Das ist nicht hier.
Oh, das ist ja geschafft. Wo geht's jetzt hier weiter? Oder war es das jetzt hier drin schon? Ups. Warum springst du nicht gerade nach vorne, Kollege? Gut, wäre ziemlich komisch, wenn jetzt irgendwie so eine unsichtbare Wand wäre. Oder so. Okay, ich behaupte einfach mal, hier ist dann ein Dead End. Hier geht's nicht weiter.